von der DETIKON, Marc Wagner. Sehr viel über soziale Themen unterwegs, New Work. Ich glaube, vielen von euch ist er ein Begriff. Und er wird jetzt keinen Katastrophenfilm erzählen, sondern, aber das heißt so, ne? Die Folien heißen The Day After Tomorrow. Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt. Darüber spricht er jetzt. Die Bühne gehört Ihnen. So, ja, vielen Dank schon mal für die Ankündigung, für insbesondere auch die Ankündigung, als Exot quasi hier vor Ihnen bzw. vor euch stehen zu dürfen. Ich bin ganz froh, dass ich einen kleinen Impuls zum Thema New Work halten kann und mein Vortrag ist betitelt, wie die Kollegin schon gesagt hat, New Work, The Day After Tomorrow, benannt nach dem gleichnamigen Actionfilm und soll so ein bisschen der Frage nachgehen, was genau geschieht quasi nach dem digitalen Einschlag, was sind Paradigmen im digitalen Zeitalter und welche Rolle kann New Work in diesem Kontext spielen? Wir hatten ja bei meinem Vorredner schon eine ganze Menge dazu erfahren und ich hoffe, dass ich da noch so den einen oder anderen Aspekt hinzufügen kann. Fangen wir mal ganz vorne an, nicht wirklich neu, wir leben in exponentiellen Zeiten, wir Menschen sind ja sehr linear denken, können uns exponentielle Wachstumskurven sehr schwer vorstellen, keine Angst. Ich will euch jetzt hier nicht nochmal das komplette Schachspielbeispiel mit dem indischen Herrscher Shiram, seinem Untertan Sissa, dem Erfinder des Schachspiels vorstellen, aber es ist immer ein ganz schönes Beispiel, um exponentielle Entwicklungen darzustellen. Denn wenn Sie Weizen auf dieses Schachblatt legen, ein Weizenkorn aufs erste, zwei aufs zweite, vier aufs dritte und so weiter, haben Sie folgenden Effekt. Sie haben etwa 400 Gramm Weizen auf Feld 17, etwa 650.000 Tonnen Weizen auf Feld 37 und etwa 18,45 Trillionen Weizenkörner, wenn Sie das ganze Schachbrett füllen. Das ist die Größe der Bundesrepublik Deutschland, 2 Kilometer nach oben gestapelt. Und ich habe mich mal mit einem Professor der Stanford University vor einem Jahr ausgetauscht und er hat mir mitgegeben, wenn es um die weltweiten Datenmengen geht, da befinden wir uns halt genau auf Feld 17 bei den 400 Gramm. Also da kann man sich in etwa vorstellen, was dann auch auf uns zukommt. Ich habe euch hier mal aufgeführt, was so in 60 Sekunden so im Internet passiert, will das gar nicht vorstellen. Wir bewegen uns mittlerweile im Zeitalter der Jottabytes. Wir werden in 2025, da werden wir etwa 163 Zettabytes an Daten haben, das ist, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, eine 163 mit 21 Nullen, etwa 10 Exabyte pro Monat, das war immer so eine magische Grenze, die werden wir bald erreichen. Unglaubliche Datenmengen, die viele der Technologien ermöglichen. Auch das nicht wirklich neu, Computer Power Doubles every 18 months, Moore's Law, ermöglicht eigentlich all das, was Sie oder was ihr hier auf der Gartner Hype Cycle Kurve seht. Ray Kurzweil von Google, der hat mal gesagt, 2045, dann ist es endlich soweit. Dann haben wir den Zeitpunkt der Singularität erreicht. Das wird der Zeitpunkt sein, wo wir selbstlernende, selbstreproduzierende künstliche Intelligenzen haben werden, die von der Rechenperformance her die humanoide Intelligenz übersteigen werden, was eine ganze Reihe an sehr interessanten Szenarien möglich macht. Ganze Universitäten beschäftigen sich damit, die Singularity University beschäftigt sich zum Beispiel fast immer nur mit Problemstellungen, die mindestens 1 Milliarde Menschen adressieren. Die haben ein sehr schönes Organisationsmodell entwickelt, das der exponentiellen Organisation, wen das interessieren sollte, können wir uns da gerne mal in der Pause zu unterhalten. Sehr spannender Organisationsansatz. Das macht solche Themen möglich. Russland können sich in 24 Stunden ein Haus drucken lassen für 9.500 Euro oder sowas. Ich wollte eigentlich mal Biochemie studieren, habe immer gedacht, wann ist es mal so weit, dass man das menschliche Genom für einen sinnvollen Preis entschlüsseln kann. 2001 waren das noch 100 Millionen US-Dollar, dann war es immer so die Grenze 1.000 US-Dollar. Die Firma Illumina, die macht es Ihnen für 100. Also da sieht man mal, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt das Buch The Second Machine Age, mal so ein bisschen angetestet. Hat zum Glück relativ wenig, dann hat das hier auch noch einen Neuerungscharakter. Ich habe an der Uni immer noch gelernt, das ist schon eine Ecke her, man muss es irgendwie schaffen, unter die Top 3, die Top 4 nach Umsatzmarktanteil zu kommen.
Die Zeiten sind vorbei. Ja? Digitale Produkte, die können Sie ohne Grenzkosten reproduzieren. Da gilt the winner takes it all. Schönes Beispiel TurboTax, Anbieter für private Steuererklärungen in den Vereinigten Staaten. Fast jeder Amerikaner macht seine Steuererklärung damit, hat einen Marktanteil von signifikant über 90%. Und folgende Effekte. Gründer ist Milliardär, die wenigen 100 Mitarbeiter, fast alle Millionär. Und es gibt fast keinen privaten Tax Advisor mehr in den Staaten. Ja, als ich studiert habe und in Amerika war, war das durchaus noch etwas, womit man ganz gut Geld verdienen konnte und eine gute Perspektive hatte, die gibt es nicht mehr. 90% kann man sich gut merken. Google, Marktanteil von etwa 90%, wenn es um Suchanfragen im Internet geht. Facebook, etwa 90%, wenn es um die Verteilung sozialer Informationen geht. Und Asien wurde ja mehrfach angesprochen. Das Beispiel will ich euch nicht vorenthalten. WeChat wird fälschlicherweise als das WhatsApp von China bezeichnet, wird dem definitiv nicht gerecht. Denn WeChat ist ein komplettes, integriertes Ökosystem, über das Sie als Unternehmen, aber auch zwischen ganz normal privat zwischen Menschen kommunizieren können, über das alle Daten erfasst werden und die Firma Tencent mit der entsprechenden Technologie, so ist unsere Prognose, wenn die mal nach Europa, wenn die mal in die USA kommen wird, wird das ein ähnlich dominanter Player werden wie eine Facebook oder eine Google. Mittlerweile ist die Userbase schon ähnlich hoch wie bei WhatsApp. Was heißt das jetzt für uns? Das Clayton Christensen Innovators Dilemma, hat er immer gesagt, okay, irgendwann kommen gerade große Unternehmen, da kommt so die Hybris, ja, man verpasst den Zeitpunkt, neue Technologien aufzunehmen, die ursprünglich mal Nischentechnologien waren und dann ist man verdammt, dann verschwindet man halt. Die Autoren von Lead and Disrupt, sehr empfehlenswertes Buch im Übrigen, die haben den Ansatz der Ambidextrie, das geht im Moment viel durch die Presse, der Beidhändigkeit entwickelt. Und das sagt Folgendes, Sie müssen als Unternehmen in der Lage sein, zwei Themen abzubilden und das ist, das bildet letztlich auch unser, sag mal, neuer Ansatz Company Rebuilding ganz schön ab. Sie müssen zum einen in der Lage sein, das können wir in Deutschland sehr gut, exploit, inkrementelle Verbesserung, bestehendes besser machen. Da kommen die künstlichen Intelligenzen zum Zug. Da sind wir gut. Explore allerdings, der Part, wo es um radikale Innovationen geht, um Innovationen, die in der Lage sind, bestehende Geschäftsmodelle in Frage zu stellen, da sind wir nicht so gut. Ja? Und das ist auch der Grund, warum viele Unternehmen im Moment verzweifelt irgendwelche isolierten Labs bauen, ja, wo jetzt die ersten wieder vor die Hunde gehen oder eingestellt werden, weil sie nicht so richtig mit dem Thema Innovation umgehen können. Ja. Wenn sie nicht in der Lage sind, diese Beidhändigkeit sinnvoll abzubilden, da geht es ihnen, ich fand die Zahl total beeindruckend, wie etwa 90% der Fortune 500 Unternehmen von 55, die sind nämlich verschwunden, ja. Ich weiß, Kodak kommt gerade wieder groß aus mit den Kodak-Coins, ja? Aber viele dieser Unternehmen, die gibt es nicht mehr, weil sie halt genau nicht in der Lage sind, innovativ zu sein. Während sie vor 50 Jahren etwa 40 Jahre überlebt haben im Schnitt als Unternehmen, ist das heute, sind 12. Ja? Und die Frage ist, wie kriege ich dieses Thema Ambidextrie, wie kriege ich diese Beidhändigkeit im Unternehmen abgebildet? Das soll ja um New Work gehen und auch um die Frage, was heißt denn das für den Arbeitsmarkt und die Workforce? Und ich will Ihnen die Zitate hier nicht vorlesen, da sind aber zwei ganz wesentliche Aspekte drin. Der eine Aspekt ist, es geht hier um Chancen. Die Entwicklungen, die wir sehen, die technologischen Entwicklungen, die vielen Menschen extreme Angst machen, die bieten große Chancen. Ich habe vor einer Woche mit einem bekannten Roboterethiker gesprochen, Professor Bendel. Und er hat ganz klar gesagt, es gibt uns die Chance, endlich Arbeit zu humanisieren. Arbeit nicht mehr als Ideologie zu verstehen, sondern uns Gedanken darüber zu machen, wie wir unseren Lebensalltag sinnvoll gestalten. Und der zweite Punkt, ja, der ist ganz entscheidend, es geht nicht um Technologie. Technologie ist de facto nicht mehr der Differenziator, sondern es geht um die Frage, wie kann ich Technologie sinnvoll im Kontext Mensch-Mensch, aber auch im Kontext Mensch-Maschine-Interaktion einsetzen. Denn das ist auch klar, ein Großteil der aktuellen Jobprofile, die werden verschwinden. Ja, es gibt die Studie von Oxford, ich weiß, stark diskutiert, 47% aller Jobprofile 2035 weg. Ja, gehen Sie mal auf die BBC-Seite, ja, da haben Sie die Eingabemöglichkeit unter dem Stichwort Automatisierung, geben Sie mal Ihr Jobprofil ein, dann ermittelt er Ihnen eine Wahrscheinlichkeit, nach der es Ihren Job 2035 noch geben wird. Ja. Und wir reden ja längst nicht mehr über Sachbearbeitung, ja, also die Dunkelverarbeitung und Ähnliches, was angesprochen worden, sondern wirklich über,
über tiefgehende Wissensarbeit. Ich meine, das Beispiel Watson ist, glaube ich, bekannt. Supercomputer IBM hat gegen den Jeopardy-Champion oder gegen die zwei amtierenden Jeopardy-Champions gewonnen. Und ich finde, Jennings fasst das hier so schön zusammen. Der Part, Brad and I were the first knowledge industry workers put out of work by the new generation of thinking machine and won't be the last. Ja. Dann kam Google DeepMind, ja, neuronale Netze, viel ausgefeiltere Technologie. Go gilt als das komplexeste Spiel der Welt. Man sagt so schön im Asiatischen, Go, da gibt es so viele Züge wie Atome im Universum. Go-Champion geschlagen, gibt es ein schönes Video zu. Dann hat man gesagt, Roboter, die werden nicht stabil stehen können. Boston Dynamics beweist das Gegenteil. Dann hat man gesagt, Roboter, die werden nicht aussehen wie Menschen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Hiroshi Ishiguro kennt. Der baut Roboter, die auch den Freaky-Effekt, den viele dieser Robotermenschen im Moment noch haben, bereits beginnt aufzulösen. Das heißt, sie können es kaum mehr unterscheiden. Dann hat man gesagt, Roboter, die werden teuer sein. Sonys Aibo beweist das Gegenteil. Wenn Sie sich das anschauen, in Japan, viele ältere Leute, die vereinsamen in Japan, die holen sich genauso einen Roboterhund, der eine individuelle, emotionale Beziehung zu ihnen aufbaut und das ist dann quasi der Ersatz für die Altenpflege. Und dann das europäische ICAP-Projekt finde ich persönlich extrem faszinierend, weil der ICAP in der Lage ist, kindliche Lernprozesse abzubilden und zwar auf eine wirklich beeindruckende Art und Weise. Auch dazu gibt es tolle Videos, lohnt sich anzuschauen. Elon Musk sagt dann, hey, wir müssen aufschließen, Singularität 2045, dumme Sache für uns Menschen, wir brauchen Brain Enhancement, ergo wir müssen uns Chips einbauen lassen. Auch da gibt es schöne Beispiele, man ist mittlerweile in der Lage, Lernerfahrung in Chips zu implantieren. Es gibt ein schönes Beispiel von einer Maus, die versucht einen Ausgang aus dem Labyrinth zu finden, man seziert die entsprechenden neuronalen Verknüpfungen des Gehirns, überträgt das auf dem Chip, implantiert es einer anderen Maus und die Maus ist in der Lage, den Ausgang zu finden. Das ist sehr beeindruckend. Auch das gibt es im Internet. Kernel, den CEO, habe ich mal getroffen. Die sind im Moment dabei, insbesondere Behinderungen durch Technologie aufzulösen, sagen aber auch Brain Enhancement, das wird das nächste große Thema sein. Und hier, das dauert immer ein bisschen, bis das Bild kommt, Neil Harrison, erster staatlich anerkannter Cyborg, so steht es in seinem Pass, ja, und damit macht er auch ganz gut Geld, ist mit einer Sehschwäche geboren worden, kann nur schwarz-weiß sehen, die Antenne ermöglicht es ihm, Farben zu hören. Ja. Ich habe mich mal, ist jetzt schon ein Jahr her, mit einem MIT-Prof ausgetauscht, können Maschinen kreativ sein? Ja. Hat mir gesagt, können sie. Ich habe es ehrlich gesagt, ich sehe es nicht so, aber Maschinen können intuitiv sein. Das Chassis, was Sie hier sehen, das ist komplett entwickelt worden von der künstlichen Intelligenz. Da hat kein Mensch mehr eingegriffen. Das basiert auf Daten von Testdrives und auf öffentlich verfügbaren Informationen. Es ist signifikant preiswerter, signifikant leichter. Und das Ganze, die Airbus Industries ist gerade dabei und nutzt diese Technologie, um Bestandteile von Flugzeugen zu bauen. Ja, weil da das Thema Gewicht eine Riesenrolle spielt. Das Spannende daran ist, viele der Strukturen, die Sie dort sehen, die orientieren sich an Strukturen der Natur. Ja. Wir kommen quasi, ich fand das Bild so schön, von einer Welt des Mr. Spock, alles sehr logisch, geskriptet, Robot Process Automation ist ja gerade ein großes Thema, hin zu einer Welt des Captain Kirk. Ja. Wir haben plötzlich intuitive Maschinen, die in der Lage sind, intuitiv Prozesse abzubilden. Und das Beispiel fand ich ganz toll, weil ich habe mir vor, ich glaube, vor 4, 5 Jahren mal diesen Film angeguckt, Ex Machina, das ist so eine künstliche Intelligenz, sieht sehr menschenähnlich aus, manipuliert Menschen, bricht aus, habe damals immer gedacht, das wird es nie geben. So, und dann kam Sophia. Sophia ist jetzt nicht mehr wirklich neu, das Beispiel. Sophia ist eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, durch Sprache, also durch Sprechen mit anderen Menschen zu lernen. Es gibt ein sehr schönes Video eines Audi-Ingenieurs, der sich mit Sophia in einem selbstfahrenden Auto unterhält zum Thema Robotics. Und da ist nichts geskriptet, das ist de facto alles gelernt. Sophia, sehen Sie hier, hat vor den Vereinten Nationen gesprochen zum Thema Roboterethik und just in Saudi-Arabien ist es, glaube ich, die Staatsbürgerschaft erhalten und ist dort Bestandteil eines Investmentgremiums. In Japan haben sie ja bereits erste Unternehmen, die künstliche Intelligenzen mit in ihr Board gewählt haben. Also so weit sind wir bereits. So, und hoffentlich geht es jetzt weiter.
Technik. Super. Dankeschön. Dass Routinetätigkeiten vollständig automatisiert werden können, ich glaube, das ist fast ein No-Brainer vor dem Hintergrund. Ich fand das Bild ganz schön und das Ganze wird weit hinausgehen über den pizzabackenden Roboter. Ja? Der Bestseller-Autor von Life3.0, der hat das mal sehr schön dargestellt und zwar in Form eines Gebirges. Ja? Da haben sie die menschlichen Domänen oder die Domänen, die noch lange menschlich bleiben werden, die viel mit Kreativität zu tun haben, die haben sie auf der Spitze der Hügel und da, wo quasi das Wasser hinsteigt, das ist das, wo die Maschinen, wo die künstliche Intelligenz hinvordringt. So, und in Life3.0 sind viele Zukunftsszenarien beschrieben, also auch, was würde es bedeuten, wenn wir plötzlich keine Arbeit mehr haben, uns künstlich beschäftigen müssen, etc. Sehr lesenswert. Was heißt denn das Ganze aber jetzt für uns in Unternehmen und auch für die Gesellschaft? Wir haben zwei ganz wesentliche Effekte. Der eine Effekt, und ich komme so aus dem HR-Kontext, das Thema Talente, das wird total entscheidend. Weil der Wertschöpfungsbeitrag von Menschen nimmt natürlich dadurch massiv zu. Wenn Sie überlegen, WhatsApp ist, glaube ich, für 19,5 Milliarden US-Dollar verkauft worden, das waren 73 Menschen. Also das kriegen wir als Detikon nicht hin, ja, vom Wertschöpfungsanteil. So, das heißt, Sie müssen sich extrem viele Gedanken machen, wie gewinne ich und wie halte ich Talente? Ich weiß nicht, wer von Ihnen Data Scientists versucht zu rekrutieren und zu halten. Die müssen Sie hegen und pflegen, damit die Ihnen nicht wieder wegrennen. Also das Thema Talentmanagement, das nimmt unheimlich an Bedeutung. Da kommen Konzepte hoch, wie zum Beispiel von Airbnb, die nicht mehr vom Chief Human Resources Officer, sondern vom Chief Employee Experience Officer sprechen, dem Mark Levy, konnten wir mal vor einem Jahr treffen und da ist alles auf die Mitarbeiter fokussiert. Oder Netflix, die zu 90% ihrer HR-Prozesse sich nur um das Thema Talente kümmert. Und ein zweites Thema, und da halte ich ganze Vorträge zu, will ich Ihnen jetzt aber aus Zeitgründen allein schon ersparen, sind die gesellschaftlichen Auswirkungen. Weil Sie haben bis 2000, können Sie sagen, da war alles gut. Produktivitätsanstieg, Beschäftigungsniveau gleichlaufend. Seit 2000 klafft das auseinander. Und es klafft in dem Sinne auseinander, dass wir immer mehr Milliardäre haben, dass wir immer mehr wirklich arme Menschen haben und dass die Mittelschicht total wegbricht. Also wenn Sie in die Staaten gehen, gehen Sie mal nach San Francisco oder gehen Sie nach Shanghai, wo meine Familie herkommt. Ich bin relativ oft in China. Da merken Sie, dass das Thema Mittelschicht, dass das ein Riesenthema ist. Und deswegen kommen auch Fragen wie bedingungsloses Grundeinkommen. Eben war das Thema, wir arbeiten nur noch 4 Stunden am Tag hoch. Mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Der New Yorker hat das mal sehr drastisch zusammengefasst. Ich lasse es mal so auf Sie wirken. Microsoft hat mal gesagt, hat eine Formel aufgestellt, Sie können mit der Hälfte der Mitarbeiter, denen Sie das Doppelte bezahlen, das Dreifache an Produktivität erzielen. Und wenden Sie das mal auf Ihr Unternehmen an, was es bedeutet. Die Frage aber eigentlich, und das ist ja letztlich der Trigger für New Work, ja, ist, was ist denn bei dieser Entwicklung überhaupt am Ende des Tages noch der komparative Vorteil von Menschen gegenüber Maschinen? So, und da sind sich dann alle Studien irgendwie einig, Kreativität, emotionale Intelligenz, Interaktion mit anderen Menschen. Auch da kann man jetzt wieder an ganz viele Zweige ableiten, nämlich die Frage zum Beispiel stellen, Bildungssystem bereitet uns das darauf vor? Wahrscheinlich weniger. World Economic Forum hat das ganz schön dargestellt, die machen das regelmäßig, die sagen nämlich, was sind die Top-Skills, was sind die Top-Fähigkeiten für die Arbeit der Zukunft, ja? Und da sehen Sie ja das Thema Kreativität, das wandert immer weiter nach oben. Themen wie kognitive Flexibilität und emotionale Intelligenz, die erscheinen plötzlich auf der Bildfläche. Ja? Und das sind ganz klar kulturelle Themen, die haben mit Technologie überhaupt nichts zu tun. Und die Frage ist halt, wie schaffe ich einen kulturellen Rahmen? Und die Antwort darauf ist halt genau der Explore-Part aus der Ambidextrie, nämlich das Thema Innovationskultur. Weil den Exploit-Part, den kann ich durch Automatisierung kann ich den abbilden. Und die Frage ist, wie kriege ich das hin? Wir haben dazu mal eine Studie durchgeführt. Wen die interessieren sollte, schreiben Sie mir gerne im Nachgang eine Mail, dann kann ich Ihnen die zuschicken. Und haben gefragt, was sind so die Herausforderungen in Bezug auf eine Innovationskultur, was sind die Hürden und wo stehen wir da? Und das Ergebnis hat Thomas Sattelberger, einer der Interviewpartner, schön zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, wir, also die Deutschen, wir können zwar effizient, aber wir können halt nicht innovativ.
Hier, ich will da nicht im Detail drauf eingehen, weil wie gesagt, die Studie können Sie gerne haben im Nachgang. Das zeigt so ein bisschen mal, was sind denn die Erfolgsfaktoren aus Sicht der Studienteilnehmer? Und das bestätigt sich auch in den Projekten, die wir durchführen. Ja? Das sind nämlich genau ist das Thema, diese Beidhändigkeit abzubilden. Das ist das Thema, ich weiß nicht, wer von Ihnen so ein Controlling, ich habe einen Controlling-Hintergrund, einen Finance-Hintergrund und wenn ich an die Planungsthemen, die ich so umgesetzt habe, denke, da haben Ideen, Innovationen eine relativ geringe Rolle gespielt, ja? Weil sie sind total unter den Wertgrenzen. Sie kommen als Ideengeber auch gar nicht ans Top-Management ran. Also diese Lücke müssen Sie schließen. Sie müssen in der Lage sein, Zielmanagement, das Zielemanagement, das Performance-Management so abzubilden, dass Themen wie Fehlerkultur nicht nur leere Worthülsen sind, sondern dass die sich letztlich darin wiederfinden. Und Sie brauchen, und das ist ein großer Kritikpunkt, von unserer Seite an den vielen Labs, die gerade entstehen, Sie brauchen eine Ende-zu-Ende-Verantwortung von der Idee bis zur Umsetzung. Das heißt immer so schön, Ideas are cheap, Implementation matters. Und da ist gerade beim Thema Innovation, ist da viel dran. Wie gesagt, Details können Sie gerne nochmal haben. Und hier kommt jetzt New Work ins Spiel. Nämlich die Frage ist, wie schaffe ich einen Rahmen? Wie schaffe ich einen organisatorischen Rahmen, einen projektmäßigen Rahmen, der es mir ermöglicht, eine solche Kultur einzuführen? Wir machen jetzt New Work seit etwa, oder das, was wir darunter verstehen, seit etwa 2012. Erstmal bei uns im Haus, wir wussten gar nicht, was das ist, haben dann demokratische Strukturen eingeführt, Führungskräfte gewählt, Themen virtualisiert etc. und haben es danach dann bei relativ vielen Unternehmen gemacht. Und da hat sich dieses Raster daraus kristallisiert. Sie brauchen diesen Vierklang, Sie brauchen ein harmonisches Zusammenspiel vom Thema People, alles, was sich um Organisation, Vision, Purpose, Sinn, aber auch um Fragestellungen, Interaktionen, Mitarbeiter-Führungskraft, Mitarbeiter-Maschine dreht. Sie brauchen das Thema Places, Arbeitsumfeld, da haben wir beim Vorgänger auch schon ein bisschen zugehört, dass Aktivitäten folgt und nicht Hierarchie. Sie brauchen das Thema Technologie, aber das nur als Enabler. Es ist ziemlich frustrierend für viele, wenn wir in Projekte kommen und das Thema, hey, wir brauchen Technologie, Technologie, Technologie. Viele der Technologie, die wir in dem Kontext haben, gerade wenn es um virtuelle Zusammenarbeit geht, wenn es um agile Organisationen geht, wenn es um Themen wie Design Thinking etc. geht, das ist alles Zwischentechnologie. Also ich würde im Moment relativ wenig Geld investieren in irgendwelche Surface Hubs, HoloLenses und sonst was, alles Zwischentechnologie. Und dann das Thema, und das ist bei uns quasi dann natürlich dazugekommen im deutschen Umfeld, nämlich Principles and Regulations. Ja? Mitbestimmung, IT-Datensicherheit, Gesetzgebung, viele der Themen, die Themen wie eine exponentielle Organisation zwar nicht unmöglich machen, aber zumindest etwas erschweren und wo man sich mit beschäftigen muss. Ich will auf zwei Dimensionen kurz eingehen. Erstmal Places, Arbeitsumfeld. So, das Originalbilder, ich verrate nicht wo, von Kunden. Ja? So sieht es da aus. Frage: Findet da Kreativität, findet da in irgendeiner Form Interaktion statt? Wahrscheinlich weniger. Wenn Sie bedenken, etwa 60% der Arbeitsplätze im Unternehmen stehen frei, also nicht, weil die Leute krank sind oder Urlaub machen, sondern primär, weil sie in Meetings sitzen. Meetingkultur, Riesenthema. Ja. Befragten einer Studie sagen, eine gute Idee, die macht einen guten Arbeitstag aus, sagen 65%. Die gleichen sagen, nämlich nur 6,5% sagen, ich kann am Arbeitsplatz kreativ sein. Aber wenn man sich überlegt, was für ein gigantisches, ungenutztes Potenzial. Und ich fand diesen Satz sehr schön. Die besten Performer, nämlich die Menschen mit den meisten brauchbaren neuen Ideen, sind die Menschen, die die meisten Interaktionen mit anderen Menschen haben. So, und jetzt überlegen Sie sich mal das Arbeitsumfeld bei Ihnen im Unternehmen oder bei Ihren Kunden oder wo auch immer. Bildet es das am Ende des Tages ab? Wenn es da nicht funktioniert, dann passieren so bizarre Sachen. Und wir haben uns den Yahoo Campus angeguckt und dann wussten wir relativ schnell auch warum. Dann werden Themen wie Homeoffice wieder abgeschafft. Also Flexibilität im Sinne von New Work. Ja? Also es gibt auch Unternehmen, die schalten abends den Server ab, um die Mitarbeiter vor den bösen E-Mails zu schützen. Blödsinn. Ja? Völlig konträr zu den Ideen, die hinter einem New Work Ansatz setzen. Und dann führt man sowas ein und sagt, okay, es gibt kein Homeoffice mehr. IBM hat es auch gemacht. Liegt nicht daran, dass Homeoffice doof ist, sondern dass man einfach das Arbeitsumfeld, dass man sich damit nicht sinnvoll beschäftigt hat. So, und jetzt kommt ein total großes Bild. So kann es aussehen aus realen Projekten, auch Konzernumfeld.
Und wir reden da nicht mehr über Open Space, wir reden nicht mehr über Desk Sharing, wir reden nicht über die Sachen, die im Moment noch viel diskutiert werden. Wir reden über Arbeitsumfelder, die agile Zusammenarbeit in Projekten ermöglichen und wo ich mir quasi mein Umfeld baue. Hier sehr stark mit Unterstützung von Künstlern entstanden, denn wenn es eine Berufsgruppe gibt, die es zukünftig noch stark geben wird und die an Bedeutung gewinnen wird und die das Thema Kreativität, Inspiration etc. verinnerlicht hat, dann sind das Künstler. Also liegt es sehr nahe, die in die Gestaltung eines Umfelds mit einzubinden. Wird jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Es gibt so eine 70-20-10-Regel, die haben wir aus unseren Projekten abgeleitet. Wen das interessieren sollte, auch gerne Mail schreiben. Gibt es einen Beitrag zu, kann ich Ihnen gerne schicken. Wichtig dabei ist das Thema Activity-Based Working. Also ich gehe im Unternehmen hin und das geht relativ einfach. Ich schaue, was für Aktivitätenprofile habe ich. Das kann ich über Personas modellieren und Rollen. Leite mir dann daraus Anforderungen entlang der vier Dimensionen, die ich eben aufgezeigt habe, ab. Und das gibt quasi Ihnen ein Layout, das Sie brauchen, um Ihre Aufgaben sinnvoll flächenmäßig abzubilden. Die Dimension People natürlich entscheidend. So, und als wir begonnen oder als uns ein Professor erzählt hat, ihr müsst das nicht Future Work nennen und auch nicht Smart Working oder ihr müsst das New Work nennen, haben wir uns erstmal die Frage gestellt und ich sehe gerade, das ist ja alles total zerschossen. Wie können wir das Thema greifbarer machen? Wie können wir es sinnvoller strukturieren für uns? Und sind da mit der American Association of Management und dem HR Impulsgeberinstitut hingegangen und haben dann dieses Raster entwickelt. 4 Cluster, Individualität, Flexibilität, Agilität und neue Art von Führung und dann unterschiedliche Instrumente abgeleitet, auf die ich nur ganz kurz eingehen will. Beteiligung von Mitarbeitern am Strategie- und Entscheidungsprozess, Mitarbeiterpartizipation, tun sich Unternehmen unheimlich schwer mit, ist ein Riesenhebel. Leistungs- und Lernziele im Team festzulegen, ich selbst bin ein absoluter Gegner von Individualverzielung, ja? Weil sie dadurch Zusammenarbeit im Keim erschicken. Ja? Teamziele, ja? Selbstbestimmung von Zeit, von Arbeitszeit, und hier rede ich nicht über Thank God it's Friday oder die 80-20-Regel, sondern in der Lage zu sein, Ideen Ende zu Ende umzusetzen. Also wir haben zum Beispiel bei uns so eine Intrapreneurship-Initiative, wo Mitarbeiter ausgründen können und wo wir uns nicht dran beteiligen, ja, weil wir gar nicht erst in die Versuchung kommen möchten, Mitarbeiter da in eine gewisse Richtung zu lenken. Ein flexibler Wechsel zwischen Fach- und Führungskarriere und das als Rolle zu verstehen. Denn Sie haben häufig die Sache, da kommen Personen in Führungsaufgaben rein, ja, einfach nur vor dem Hintergrund, dass sie eine bestimmte Verweildauer im Unternehmen haben oder mehr Geld verdienen wollen. Ja. Und die kommen dann nicht mehr runter, obwohl sie es gar nicht gut können. Wenn Sie das als Rolle definieren, und das haben wir bei einem Kunden jetzt ganz gut umgesetzt bekommen, dann entkrampft das Ganze und Sie haben dort einen kontinuierlichen Wechsel. Demokratische Führungsstruktur mit Augenmaß. Ja? Also diese, Sie können kein 100, in einem 100.000-Personen-Unternehmen, da können Sie nicht alle Führungskräfte wählen lassen. Das ist Bullshit, sorry. Aber Sie können in bestimmten Strukturen, können Sie das sinnvoll machen. Da können Sie das sinnvoll machen, das können Sie vor allen Dingen in Transformationsprozessen super einsetzen. Schnelle Entscheidungsprozesse, wir haben jetzt bei einem Kunden umgesetzt, es gibt was, das nennen wir Spring Cleaning, das findet dann auch im Frühling statt. Und da checken wir alle Prozesse und Aktivitäten danach, Kunde oder Mitarbeiter nutzen. Und die Themen, die das nicht erfüllen, stop doing, also wirklich nicht mehr machen. Ja, das betrifft gerade auch Meetings. Und ein ganz wesentlicher Punkt mal rausgegriffen, dieses Instrument der Rotation. Sie finden in vielen gerade asiatischen Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, das Thema Rotation bis auf Top-Management-Ebene, also wirklich bis auf Vorstandsebene. Huawei hat das Prinzip des Rotating CEO eingeführt. Das Tolle an diesen Rotationsthemen ist, dass sie nicht nur Bereichsgrenzen auflösen, sondern sie haben, schicken Sie mal einen HRler, einen Finanzer und einen ITler zusammen und gucken mal, ob die irgendwie eine sprachlich-begriffliche Basis finden. Das ist relativ schwer. Durch Rotation lösen sie das Ganze entsprechend auf. Das wesentliche Instrumente einer New Work Arbeitskultur. Dann haben wir mal geguckt, wie weit ist denn das so umgesetzt. Auch die Studie können Sie im Übrigen gerne haben, bei Interesse. Und da ist es gerade, wenn es um Partizipation von Mitarbeitern geht und das Thema Individualisierung sieht ziemlich mau aus. Vielleicht mal ein kleines Quiz. Von wem, glauben Sie, kommt dieses Zitat, im Informationszeitalter ist Wandel das beste Gleichgewicht? Meine Vermutung,
Also ich hatte zuerst, ehrlich gesagt, wieder an irgendwie, keine Ahnung, Jeff Bezos oder irgendein Amerikaner gedacht, aber es kommt von dem freundlich dreinblickenden Herrn, der sich gern mit Forrest Gump vergleicht oder der bekannt ist durch Sprüche wie "If you plan, you lose, if you don't plan, you don't lose". Jack Ma, reichster Chinese, Gründer von Alibaba, eines der erfolgreichsten Technologieunternehmen der Welt. Und der hat viele dieser Strukturen, die man so gar nicht im chinesischen Raum erwartet, ja, die was mit demokratischen, agilen Strukturen zu haben, hat er umgesetzt. Und da möchte ich ganz kurz mal auf 6 Stück eingehen. Der erste Punkt, Vision als Moving Target. Also als ich studiert habe, da hatte ich immer noch so, hey, erste, was man machen muss, ist Vision, die ist dann so in Stein gemeißelt und dann bricht man so alles über so Missionen in unterschiedliche Bereiche runter. Jack Ma sagt, Bullshit. Die Vision, bei der Veränderungsgeschwindigkeit, die wir haben, müssen wir das Thema Vision laufend angehen. Themen wie OKRs, also Objective Key Results, das ist etwas, was dort umgesetzt ist. Arbeiten in Netzwerken und Partner hört sich so trivial an, das machen die aber extrem geschickt, nämlich in Form von Plattformen. Und man sagt ja ansonsten vielen Chinesen, mangelnde Offenheit an der einen oder anderen Stelle zu, dieses Unternehmen kooperiert maximal. Also sie haben ein unglaublich gutes Partnergeflecht. Co-Kreation mit dem Kunden macht das Unternehmen von Anfang an. Also das, was wir mühsam in Konzernen über Design Thinking Initiativen und Prozesse versuchen reinzuprügeln, das machen die ohne Design Thinking, denn die machen es einfach. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch bei unserem Thema Company Rebuilding eine große Rolle spielt und bei Taleb, ja, Anti-Fragility, ein entscheidender Punkt ist lokale Autonomie. Ja, ein hohes Maß an Dezentralisierung. Keine Zentralisierung von Funktionen, keine Headquarter, sondern lokale Einheiten, die sich um die Kundenbedarfe herum bilden und die de facto, wenn es um Wertekonstrukte, um Regeln der Zusammenarbeit, wie die Übertragung von einem Zellkern quasi die gleiche DNA tragen wie das Mutterunternehmen, aber der Rest prägt sich komplett lokal aus. Das betrifft im Übrigen auch Budgetentscheidungen. Ja, da müssen Sie nicht laufen in irgendwelche Konzerngremien reporten, wenn Sie Geld ausgeben. Rotation hatte ich angesprochen, ist bei Alibaba ursprünglich mal per Zufall entstanden. Ja, dann hat man gesehen, das macht total viel Sinn, da kommt viel bei raus und das ist mittlerweile Bestandteil der Management- und Führungskultur. Und vielleicht ein letzter Punkt, das Einzige, was dort feststeht, und Chinesen sind irgendwie immer so Getriebene. Ich habe vor kurzem einen Professor von der Fudan University interviewt und der hat mal so das Thema chinesische Innovationskultur auseinandergenommen. Und die haben irgendwie immer so dieses 1,3 Milliarden potenzielle Konkurrenten sind hinter mir und ich muss mich laufend verändern und verbessern. Das ist die einzige Konstante in dem Unternehmen. Also da mal ein Beispiel, was vielleicht nicht ganz so klassisch ist und viele der Strukturen, die in Richtung einer Innovationskultur zielen, abbildet. Dann die Frage, lohnt sich denn überhaupt der Aufwand, in so eine Initiative zu investieren? Ja, wenn Sie sich überlegen, diese 4 unterschiedlichen Dimensionen in Ihrem Unternehmen sinnvoll abzubilden, wir machen Projekte, das Größte, was wir gemacht haben, hatte eine Auswirkung auf 150.000 Mitarbeiter. Da steckt schon Aufwand hinter. Ja. Und ich würde natürlich nicht hier oben stehen, ja, wenn ich die Antwort wäre, ja, es lohnt sich natürlich. Und auch das haben wir analysiert in der Studie und gerade auch da, wenn es um die Themen geht, wo wir im Moment gerade in deutschen großen Unternehmen noch einen recht geringen Umsetzungsstand haben, da haben wir den größten Hebel hinter. Nämlich wenn es um die Einbeziehung von Mitarbeitern geht, wenn es um das Arbeitsumfeld, um die Gestaltung des Arbeitsumfelds geht und völlig neue Ziel- und Anreizsysteme. Und wir haben das mal entlang von 4 aus unserer Sicht sehr wesentlichen Erfolgs-KPIs analysiert. Wir haben geguckt, wie ist die Wirkung auf Umsatz, auf Mitarbeiterzufriedenheit, wie ist die Wirkung auf Fluktuation und wie ist am Ende des Tages die Wirkung auf Umsatz. Und Sie sehen hier die 3 jeweils am stärksten positiv bzw. bei Fluktuation negativ korrelierten Instrumente. Lassen Sie sich nicht von den Zahlen verwirren, die Zahlen, die stellen den Umsetzungsstand dar in Unternehmen von 0 für gar nicht umgesetzt bis 1 komplett umgesetzt. Also man sieht, da ist noch eine Ecke Weg zu gehen. Und mit den Worten will ich dann schließen gerne, weil am Ende des Tages kommt es halt darauf an, nicht nur tolle Konzepte und PowerPoints zu machen, was wir als Berater ja hin und wieder mal gerne machen, sondern der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. Und von daher wünsche ich Ihnen da viel Erfolg bei Ihrer ganz persönlichen New Work-Umsetzung und vielen Dank.
Ah, ja. Vielen Dank, Herr Wagner. Es war ein Feuerwerk an Informationen. Dankeschön. Das nehme ich jetzt mal ein Kompliment. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gibt es konkret an Herrn Wagner Fragen? Da haben wir schon die erste. Soll ich mal werfen? Huch. Oh. Ja, das war kein Mädchenwurf, oder? Sorry. Das ist am Weltfrauentag. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich bin Agile-Coach, arbeite mit Software-Teams, ich bin eigentlich voll d'accord. Und trotzdem frage ich mich immer eine Sache, wenn ich all diese Szenarien sehe. Ich habe mir vor einem Jahr ungefähr eine Leiter gekauft für mein Haus bei Amazon. Was haben Sie gekauft? Eine Leiter gekauft. Ach, okay. Für mein Haus bei Amazon. 15 Meter Leiter. Seitdem bepestet mich Amazon wöchentlich damit, ob ich nicht vielleicht eine Leiter kaufen möchte. Das ist nicht Ausdruck von, und das ist genau so ein Unternehmen, das ja. Es eigentlich drauf haben sollte. Und das verstehe ich nicht, die Diskrepanz zwischen all diesen Szenarien und den Zukunftsaussichten und die Roboter werden uns bei allem überholen. Und dann versteht mich Siri nicht und Amazon versucht mir Leitern zu liefern, obwohl ich schon eine habe. Wie können Sie sich die Diskrepanz erklären? Ja, wir sind halt noch nicht so weit. Also, nee, aber Spaß beiseite. Spaß beiseite. Also, ich glaube, es gibt halt Gegenbeispiele. Vielleicht zwei ganz kurz. Netflix. Ich habe kein Netflix. Ich habe Amazon Prime. Aber Netflix. Die bauen ihnen Serien per künstliche Intelligenz. Also ich selbst habe mich vor ein paar Monaten zum Data Scientist ausbilden lassen. Ich habe gedacht, die verdienen so viel Geld, vielleicht ist das mal ein zweiter Bildungsweg oder so in Richtung Data Scientist. Und da hatten wir ein Beispiel. Netflix baut ihnen sowohl den Plot für eine Serie, als auch, wenn sie sich das Cover von House of Cards, ist das glaube ich, und Macbeth, gibt es glaube ich auch noch, wenn sie sich die Cover angucken, dann ist selbst die Farbschemata der Cover sind von Computern gebaut. Und zwar auf Basis des Sehverhaltens der Nutzer. So, und wenn Sie sich ein Beispiel, Social Score, China, haben Sie es mitgekriegt? China will eine Social Score einführen. So, eine Social Score, 2020, glaube ich, soll das sein. Und China sagt, wenn du ein guter Bürger bist, kriegst du 1000 Punkte. So, und was die jetzt machen wollen, ist Folgendes. Wenn du ein böser Bürger bist, nämlich zum Beispiel über die Straße gehst in Shanghai, wo es, glaube ich, 1,7 Millionen Kameras gibt, sind die in der Lage, ihr Gesicht oder dein Gesicht zu spotten. Wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann werden direkt Punkte abgezogen. So. Das ist noch relativ harmlos und irgendwie gut. Das Ganze analysiert aber das Surfverhalten. Das heißt, was sie auf Baidu machen, auf Alibaba, also auf den Alibaba-Plattformen, auf WeChat, also Tencent hat, glaube ich, und Alibaba da schon agreed, dass sie Daten zuliefern, ich glaube Baidu auch, dann analysiert es das. Und dann kann man in dem Fall hingehen, man ist in der Lage zu tracken, ob ich mir jetzt eine parteifreundliche Webseite wirklich angucke oder nicht, nämlich über die eingebaute Kamera, in dem das Leseverhalten gescreent wird. Also so weit ist man dort bereits. Netflix war es eine Beispiel. Es gibt mittlerweile Fernsehserien, wo auf der Tasse zum Beispiel von jemandem, der da durchrennt, wird die Tasse mit einem Green- oder Bluescreen hinterlegt. Und abhängig von ihrem Nutzungsprofil wird da eine entsprechende Werbung draufgepackt. So, also von daher, ich verstehe das Amazon-Beispiel, aber da fehlt nur noch ganz, 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 ganz wenig, dass die Themen so individualisiert sind, dass man sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle die alten Bedingungen wieder zurückwünschen wird. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber... Ich finde es auch manchmal komisch, so die Dinge, die eigentlich recht einfach erscheinen, die klappen dann doch noch nicht. Ne? Und dann die anderen Dinge, die so da oben sind, die klappen schon. Wobei bei Amazon, ich habe das Gegenbeispiel, und das fand ich schon echt nervig, weil da bin ich voll drauf reingefallen. Ich habe mal auf Amazon, habe ich mir irgendwie so einen Mini-Beamer angeguckt und so 5 Stück. Und einen fand ich besonders toll, fand ich aber viel zu teuer, weil der kostete irgendwie 250 Euro und da hatte ich eigentlich keinen Bock, dafür Geld auszugeben. Und das wurde mir dann auf Facebook, wenn du in den nächsten 15 Minuten diesen Beamer kaufst, dann kriegst du ihn für 179. Und was habe ich gemacht? Ich habe ihn gekauft und der liegt jetzt irgendwo zu Hause rum. Also da habe ich gemerkt,
Also da steckt schon mehr Intelligenz teilweise hinter, als man sich wünscht. Gut, er bietet mir jetzt immer noch Beamer an, das stimmt, aber... Herr Wagner, danke. Gerne. Wir haben, also eine kleine Frage geht noch, eine kleine. 4 Minuten haben wir noch. Ich möchte Sie irgendwie noch ein bisschen hier haben. Ganz klein. Sie haben gesagt, dass wir die ganzen nicht Forschungen, Studien bekommen können. Sie haben aber nicht gesagt, wie. E-Mail, also am besten eine E-Mail schreiben. Genau, ich habe gerade geguckt, ob ich da die E-Mail drauf habe. Ja, habe ich aber drauf. Ja. Schreiben Sie mir eine E-Mail oder LinkedIn irgendwas, dann schicke ich Ihnen den Link zu. Die Frage war perfekt, vielen Dank. Ich habe noch eine Sache, die vergesse ich jedes Mal. Ich nehme ja das Ding immer mit. Nämlich im Roboter-Part, wenn es um die kleinen Roboter geht. Wer kennt das? Cosmo? Kennt das jemand? Vielleicht mal Hand hoch? Cosmo? So ein paar. Das Ding ist entwickelt worden. Das sind Entwickler, die kommen aus dem Bereich von Animationsfilmen und aus dem Technologiebereich. Und das ist so ein kleiner lernender Roboter, der so eine Mini-Persönlichkeit entwickelt und einen cholerischen Anfall bekommt, wenn man zu oft gegen ihn gewinnt. Und das Ding kostet 199 Euro, glaube ich, noch. Also da sieht man, wo sich das Ganze technologisch hin entwickelt und ist ein cooles Spielzeug für Kinder. Das ist wie mein Bruder bei Mensch, ärgere dich nicht spielen. Ich danke Ihnen. Super, gerne, vielen Dank. Dankeschön.